Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung. Sicher ist der menschliche Embryo noch nie einem solchen Spannungsfeld von Interessen gestanden wie heute. Die Embryonenforschung und die Entwicklung der In-vitro-Fertilisation haben das überhaupt erst möglich gemacht. Der menschliche Embryo steht im Interesse der Forschung und der Reproduktionsmedizin. Diese hat den menschlichen Embryo außerhalb der natürlichen Zeugung überhaupt erst zugänglich gemacht und den Zugriff für diverse Manipulationsmöglichkeiten eröffnet. Vom Wunsch nach der Selektion eines möglichst gesunden Embryos bis hin zu einem maßgeschneiderten Embryo ist es nicht so weit. Die jüngsten Resultate der Embryonenforschung machen es nötig, sich erneut Gedanken über den Status des Embryos zu machen. Worin besteht die Würde des menschlichen Embryos? Was macht ihn besonders schützenswert? Diesen Fragen möchte ich nachgehen, unter anderem auch mit Hilfe der Dokumente der katholischen Kirche. Aufgrund seiner Vernunft und seines freien Willens hat der Mensch aus philosophischer Sicht eine eigene Würde, die ihn gegenüber den anderen Lebewesen besonders auszeichnet. Wir wissen aus der Erfahrung, dass es bezüglich Körper und Geist beim Menschen Entwicklung gibt. Wir erkennen die verschiedenen Entwicklungsstufen beim Kind, welches sprechen lernt, beim Fötus, den die Mutter im Ultraschall betrachten kann, wie das ungeborene Kind am Finger nuckelt. Und schließlich wissen wir, dass dieser Mensch aus der Befruchtung einer Eizelle durch eine Samenzelle hervorgegangen ist. Von daher gesehen erkennen wir die befruchtete Eizelle, wie es der Philosoph Reinhard Löw formuliert hat, als teleologisch verfassten Keim an, aus welchem ein gleich freier Mensch hervorgehen soll, wenn nichts dazwischen kommt. Aufgrund dieser teleologischen Verfassung ist eine spezifische Würde schon ganz am Anfang des menschlichen Keimes gegeben. Damit ist auch klar, dass sich ein Mausembryo und ein menschlicher Embryo wesentlich unterscheiden, obwohl sie sich einander sehr zum Verwechseln ähnlich aussehen. Diese Würde aufgrund der teleologischen Verfassung kann keinem menschlichen Keim weder in vivo noch in vitro abgesprochen werden. Durch das Eindringen einer Samenzelle in eine Eizelle liegt eine enorme Entwicklungspotenz vor, welche nicht mehr vergleichbar ist mit jener Potenz, die eine einzelne Samenzelle bzw. eine einzelne Eizelle besitzt. Eine reife Eizelle überlebt ohne Kontakt mit einer Samenzelle nur 5 bis 24 Stunden. Die Samenzellen überstehen im Körper der Frau 2 bis 5 Tage. Die Existenz jedes Kindes, jedes erwachsenen Menschen lässt sich jetzt jedenfalls immer noch auf das Eindringen des menschlichen Spermiums in die reife menschliche Eizelle zurückführen. Der folgenreichste Vorgang jedes menschlichen Lebens ist damit vollzogen. Es wird eine kontinuierliche Entwicklung lanciert. Von der Ursache her gesehen ist das Eindringen der Samenzelle in die Eizelle der alles entscheidende Vorgang zur Entstehung eines neuen Menschen. Mit der Vereinigung der beiden Vorkerne ist die genetische Identität gegeben. Es gibt im Grunde, meines Erachtens jedenfalls, keinen Grund, späteren Entwicklungsstadien eine größere Bedeutung beizumessen. Die Tatsache, dass innerhalb von 14 Tagen zu 1,2% eine spontane asexuelle Teilung des Embryos in Mehrlinge möglich ist, verleitet manche, die Schutzwürdigkeit des Embryos in den ersten 14 Tagen herabzustufen. Das ist ein Fehlschluss. Ob sich ein Embryo weiterentwickelt oder asexuell in mehrere Individuen teilt, ändert nichts an der Schutzwürdigkeit des menschlichen Embryos. Und wir sollten bedenken, wir alle hier sind einmal im Stadium eines 0,1 Millimeter großen Embryos gewesen. Und wenn wir eine Ahnung haben wollen, welche fantastische Entwicklungspotenz in diesem winzigen menschlichen Embryo verborgen ist,
da müssen wir einander nur anschauen, dann sehen wir es. Fantastisch. Die befruchtete Eizelle, der Embryo und der Fötus, das alles sind Stadien, die zur natürlichen menschlichen Entwicklung gehören. Das gehört zu meiner und ihrer ganz persönlichen Geschichte als Mensch. Wie wir aus den biologischen Fakten wissen, verläuft diese Entwicklung kontinuierlich ohne Zäsuren. Das sind kurz zusammengefasst die wichtigsten Argumente für die Schutzwürdigkeit des menschlichen Embryos. Auf das Speziesargument, sein Entwicklungspotenzial, die Kontinuität der Entwicklung, auf das Potentialitätsargument werde ich später eingehen. Mir ist es wichtig, nicht nur philosophisch zu argumentieren, sondern nun auch theologisch. An sich genügen zwei Bedingungen, um die Argumente für eine theologisch verstandene Menschenwürde annehmen zu können: der Glaube an Gott und der Glaube an die menschliche und göttliche Natur Christi. Die theologisch verstandene Menschenwürde kann unter vier Aspekten betrachtet werden. Vielfach wird nur der erste Aspekt, die Ebenbildlichkeit des Menschen, erwähnt. Sie kommt im biblischen Schöpfungsbericht zum Ausdruck. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Der heilige Thomas von Aquin sagt: Würde ist etwas Absolutes und gehört zur Wesenheit. Unvernünftigen Einzelwesen kommt diese spezifische Würde nicht zu, wobei damit nicht gesagt ist, dass sie keine Würde besitzen, sondern eben jene, die ihrer Natur entspricht. An einer Stelle sagt Thomas außerdem: Die Freiheit des Wahlvermögens gehört zur Würde des Menschen. Damit konstituiert sich die Würde des Menschen aus seiner vernunftbegabten Natur und seiner Willensfreiheit. Das ist mit philosophischen Mitteln erkennbar, und wer die Metaphysik nicht ausschließt, wird wohl auch darin zustimmen können, dass der Ursprung des Daseins und des Wesens des Menschen in Gott liegt. Die Offenbarung eröffnet eine Sichtweise auf die Würde des Menschen, die uns aus rein philosophischer Sicht verschlossen bleibt. Ob der Mensch an Gott glaubt oder nicht, jeder Mensch steht durch sein Dasein zwangsläufig in Beziehung zu Gott, seinem Schöpfer. Im Dokument Gaudium et Spes Nummer 14 des Zweiten Vatikanums heißt es nicht umsonst: Es gehört zur menschlichen Natur, dass der Mensch in Leib und Seele einer ist. Und es entspricht der Würde des Menschen, wenn er Gott in seinem Leib bewusst verherrlicht. Im Zusammenhang mit dem Leib-Seele-Prinzip wird meistens auf den heiligen Thomas von Aquin verwiesen. Er hat nicht zuletzt aufgrund der damals unzulänglichen biologischen Kenntnisse über die Fortpflanzung des Menschen die Auffassung des Aristoteles kommentarlos übernommen, dass beim Menschen die Beseelung nicht sofort erfolge, sondern erst, wenn der Körper dazu bereit sei, um mit der geistigen Seele belebt zu werden oder vereint zu werden. Aristoteles setzte die dazu erforderliche körperliche Vollendung beim männlichen Embryo nach 40 Tagen, beim weiblichen Embryo nach 90 Tagen an. Nach dieser Auffassung hat der Leib aus der Kraft des Samens zunächst nur eine vegetative und danach eine vegetativ-sinnliche Seele. Diese bleibt aber nicht bestehen, sondern wird abgelöst, wenn die geistige Seele an ihre Stelle tritt. Diese unsterbliche Seele wird von Gott unmittelbar aus dem Nichts geschaffen. Der gesamte Vorgang wird als Sukzessivbeseelung bezeichnet. Es muss noch hinzugefügt werden, dass diese geistige Seele nicht vor dem Leib erschaffen wird, sondern in dem Augenblick ins Dasein tritt, wenn sie mit dem Leib vereint wird. In diesem Augenblick, wo die geistige Seele als Lebensprinzip dem Leib innewohnt, ist die notwendige Bedingung für eine vernunftbegabte Natur erfüllt, sodass mit der Beseelung durch die Geistseele notwendig auch das Personsein verbunden ist. Mit dem Vorsprung, den wir heute gegenüber Aristoteles und Thomas von Aquin an biologischem Wissen haben,
lässt sich die Sukzessivbeseelungstheorie gemäß vielen Philosophen und Theologen nicht mehr aufrechterhalten. Die Entwicklung des Embryos verläuft kontinuierlich ohne Zäsuren. Zudem enthält diese Beseelungstheorie zu viele ontologische Schwierigkeiten. Namentlich hat Eberhard Schockenhoff dagegen die entwicklungsbiologischen sowie genetischen Erkenntnisse als Argumente ins Feld gebracht. Zwei Argumente müssten meines Erachtens zusätzlich als Einwand gegen die Sukzessivbeseelung vorgebracht werden. Interessanterweise hat Thomas bei der Inkarnation Jesu Christi keine Sukzessivbeseelung vertreten, denn er bejaht die Frage, ob der Leib Christi im ersten Augenblick seiner Empfängnis beseelt gewesen sei. Freilich war dies seiner Ansicht nach nur möglich, weil wegen der unendlichen Kraft des Heiligen Geistes der Leib schon im ersten Augenblick vollkommen vorbereitet war und nur deshalb im selben Augenblick seine vollkommene Form, die vernunftbegabte Seele, empfangen konnte. Im Vergleich mit der normalen Empfängnis beim Menschen war gemäß Thomas der Leib, sagt es auch wörtlich, früher beseelt. Der Leib Christi früher beseelt. Zu dieser Abweichung von der Sukzessivbeseelung und dem damaligen biologischen Wissen wurde Thomas wegen der menschlichen und göttlichen Natur Christi veranlasst. Bei einer Sukzessivbeseelung hätte der Leib eine Zeit lang einen Selbststand neben dem Selbststand des Wortes Gottes gehabt. Es wäre dann etwas bereits Vorhandenes zur Würde der Vereinigung aufgestiegen. Aus diesen Gründen vertritt Thomas bei der Inkarnation Jesu Christi die Simultanbeseelung, wobei er festhält, ohne unser biologisches Wissen, dass von Seiten des empfangenden Stoffes, den die Mutter darbot, alles natürlich war, von Seiten der wirkenden Kraft hingegen übernatürlich. Mit dem biologischen Wissen, über das wir heute verfügen, ist es naheliegend, dass Thomas heute zwischen dem Zeitpunkt der Beseelung bei der Inkarnation des Herrn und bei der normalen Empfängnis des Menschen keine Differenz mehr vertreten würde. Damit ergäbe sich auch eine bessere Übereinstimmung mit dem Glaubenssatz, wonach Jesus Christus wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Der zweite Aspekt der Menschenwürde besteht darin, als Mensch zur Gemeinschaft mit Gott berufen zu sein. Das Ziel des Menschen ist das ewige Leben, das er auf seinem irdischen Weg anstrebt. Der Zeugungsakt sollte auch unter diesem Aspekt gesehen werden. Das Zweite Vatikanum erklärt deshalb in Gaudium et Spes: Mögen alle daran denken, das menschliche Leben und die Aufgabe, es weiter zu vermitteln, haben nicht nur eine Bedeutung für diese Zeit und können deshalb auch nicht von daher allein bemessen und verstanden werden, sondern haben immer eine Beziehung zu der ewigen Bestimmung des Menschen. Angesichts der Ebenbildlichkeit des Menschen und seiner Berufung zur Gemeinschaft mit Gott und der sich daraus ergebenden Menschenwürde ist das Tötungsverbot eine logische Konsequenz. Die direkte und freiwillige Tötung eines unschuldigen Menschen ist immer ein schweres sittliches Vergehen. In der Enzyklika Evangelium Vitae hielt der heilige Papst Johannes Paul II. Fest: Die willentliche Entscheidung, einen unschuldigen Menschen seines Lebens zu berauben, kann niemals weder als Ziel noch als Mittel zu einem guten Zweck gestattet werden. Niemand und nichts kann in irgendeiner Weise zulassen, dass ein unschuldiges Lebewesen getötet wird, sei es ein Fötus oder ein Embryo, ein Kind oder ein Erwachsener, ein Greis, ein von einer unheilbaren Krankheit befallener oder ein im Todeskampf befindlicher. Diese Stelle in Evangelium Vitae 57 wurde heute Morgen auch in einem Referat angesprochen. Die Menschwerdung unseres Herrn Jesus Christus, der dritte Aspekt, ist wohl das stärkste theologische Argument, das für die Würde des Menschen spricht. Wenn man sich auf die Glaubenswahrheit, dass Christus wahrer Gott und wahrer Mensch ist, abstützt, hat Christus selber, wie jeder Mensch, die ganze leibliche, vorgeburtliche Entwicklung durchlebt. Das Zweite Vatikanum hält dazu in Gaudium et Spes Nummer 22 fest:
Tatsächlich klärt sich nur im Geheimnis des fleischgewordenen Wortes das Geheimnis des Menschen wahrhaft auf. Da in ihm die menschliche Natur angenommen wurde, ohne dabei verschlungen zu werden, ist sie dadurch auch schon in uns zu einer erhabenen Würde erhöht worden. Denn er, der Sohn Gottes, hat sich in seiner Menschwerdung gewissermaßen mit jedem Menschen vereinigt. Diese Aussage des Zweiten Vatikanums hat der inzwischen heiliggesprochene Papst Johannes Paul II. In verschiedenen Enzykliken aufgegriffen und reflektiert. Zuallererst in Redemptor Hominis und in Evangelium Vitae, um nur die wichtigsten Enzykliken zu erwähnen. Das Erlösungswerk Christi. Aus der Menschwerdung des Gottessohnes folgt sein ganzes Erlösungswerk. Es gipfelt in seinem Leiden, seinem Tod und seiner Auferstehung. Gott hat seine unendliche Liebe bewiesen und den Sohn Gottes für den Menschen hingegeben. Auch daraus können wir die Würde des Menschen erahnen. Im Exultet, dem Osterlob, in der Osternacht wird mit Staunen gesungen: O unfassbare Liebe des Vaters, um den Knecht zu erlösen, gabst du deinen Sohn dahin. O wahrhaft heilbringende Sünde des Adam, du wurdest uns zum Segen, da Christi Tod dich vernichtet hat. O glückliche Schuld, welch großen Erlöser hast du gefunden. Der Mensch war würdig, auf diese Weise durch die Hingabe Christi am Kreuz erlöst zu werden. Dieser Aspekt kann in Bezug auf die Würde des Menschen nicht hoch genug eingeschätzt werden. Vor diesem Hintergrund ist es doch naheliegend, das Leben willkommen zu heißen. Darin liegt auch die tiefste Ursache, sich darüber zu freuen. Wenn von der Würde des Menschen die Rede ist, muss auch die Würde der menschlichen Fortpflanzung beachtet werden. Die Instruktion Donum Vitae aus dem Jahr 1987 hat diesen Begriff geprägt. Die liebende Hingabe von Mann und Frau ist ein personaler Akt, aus dem wiederum eine neue Person, wie jene beiden, die sich liebend hingegeben haben, hervorgehen kann. Daher kommt diesem Akt eine spezifische Würde zu, die anderen Handlungen nicht innewohnt. Wir wissen, dass auch eine solche Handlung aus verschiedensten Gründen defizitär sein kann. Wir orientieren uns am Ideal, wonach ein neuer Mensch durch die gegenseitige, liebende, personale Hingabe von Mann und Frau entstehen sollte. Bei der In-vitro-Fertilisation wird der Leib geistige Akt personaler Hingabe durch eine technische Prozedur ersetzt. Sie ist zwar außer bei einer Zeugung allein zum Zweck der Forschung auf die Zeugung menschlichen Lebens hingeordnet, doch es ist ein Akt anderer Art. Er muss auf seine Weise ebenfalls verantwortet werden. In diesem Punkt unterscheidet sich die In-vitro-Fertilisation wesentlich vom normalen, fruchtbaren Zeugungsakt. Nicht die Eltern übernehmen die volle Verantwortung, sondern mindestens während der In-vitro-Phase bis und mit dem Embryotransfer das Laborpersonal. Wenn auch in letzterem Fall das Ziel erstrebenswert ist, ist das Verfahren gegenüber dem, was es ersetzt, defizitär. Wichtig ist in diesem Zusammenhang zu betonen, dass sich die Zeugungsweise nicht auf die Würde des gezeugten Kindes negativ auswirkt. Das wird in Donum Vitae auch klar gesagt. Jedes menschliche Wesen muss um seines Selbst willen geachtet werden. Wer die Dokumente der katholischen Kirche aufmerksam studiert, wird feststellen, dass nirgends, weder in der Instruktion Donum Vitae von 1987 noch in der Enzyklika Evangelium Vitae von 1995, eine Aussage in der Form gemacht wird: der menschliche Embryo ist eine Person. Die einstimmige Forderung aller lehramtlichen Äußerungen lautet: der menschliche Embryo muss wie eine Person geschützt werden. In der Instruktion Dignitas Personae von 2008 wird der Grund für diese Zurückhaltung der offiziellen Kirche erläutert und zugleich die Position der Kirche dargelegt. Wenn die Instruktion Donum Vitae nicht definiert hat, dass der Embryo Person ist
Um sich nicht ausdrücklich auf Aussagen philosophischer Natur festzulegen, so hat sie dennoch betont, dass es ein inneres Band zwischen der ontologischen Dimension und dem spezifischen Wert jedes Menschen gibt. Auch wenn das Vorhandensein einer Geistseele von keiner experimentellen Beobachtung ausgemacht werden kann, liefern die Schlussfolgerungen der Wissenschaft über den menschlichen Embryo doch einen wertvollen Hinweis, um mit der Vernunft das Vorhandensein einer Person von diesem ersten Erscheinen eines menschlichen Lebens an wahrzunehmen. Sollte ein menschliches Individuum etwa nicht eine menschliche Person sein, während seines ganzen Lebens, vor und nach seiner Geburt, kann nämlich in der Beschaffenheit des Menschen weder eine Änderung des Wesens noch eine Gradualität des moralischen Wertes behauptet werden. Er ist ganz Mensch und ganz als solcher zu achten. Der menschliche Embryo hat also von Anfang an die Würde, die der Person eigen ist. Nun mache ich noch einige Bemerkungen zum Potentialitätsargument. Die Forschung mit embryonalen Stammzellen, die Klonversuche und andere Experimente werfen die Frage auf, was ein menschlicher Embryo ist und was nicht. Die Frage nach der Entwicklungspotenz ist dabei ganz entscheidend. Daher möchte ich zunächst auf Kritikpunkte des Potentialitätsargumentes eingehen. Anton Leis bringt einen Vergleich, der belegen soll, dass Potentialität nicht bestimmte Rechte im Fall des ungeborenen Kindes das Recht auf Leben impliziert. Dazu bringt er das Beispiel vom Kronprinzen. Ein Kronprinz ist ein potenzieller König. Unter günstigen Bedingungen kann er König werden und wird es wahrscheinlich auch. Dennoch hat der Kronprinz nicht die Rechte des Königs. Ein menschlicher Fötus ist ein potenziell erwachsener Mensch und wird es wahrscheinlich auch. Nach Leis kommen die Rechte des erwachsenen Menschen dem menschlichen Fötus nicht automatisch zu, sondern müssen begründet werden. Ich bin allerdings der Auffassung, dass das Lebensrecht nicht mit anderen Rechten vergleichbar ist. Auch wenn der Kronprinz nur potenzieller König ist, ändert sich an seinem Recht zu leben nichts. Das Recht, König zu werden, ist von anderer Art. Wenn der Kronprinz aus irgendwelchen Gründen nicht König werden sollte, werden die anderen Rechte, die er als Mensch besitzt, nicht berührt. Anders ist es, wenn dem menschlichen Embryo oder dem Fötus das Recht auf Leben abgesprochen wird. Das trifft seine Existenz in radikalster Weise. Ich möchte einen Vergleich anführen, der analog gilt. Nehmen wir an, die Reben eines Bauern stehen gerade in voller Blüte und nun käme Anton Leist am Weinberg vorbei und würde sämtliche Blüten von den Reben wegzupfen, in der Meinung, dass es sich ja lediglich um potenzielle Trauben handle. Der Bauer würde zu Recht auf Schadenersatz klagen, darum seine Weinernte gebracht worden wäre. Das Beispiel zeigt klar, dass sowohl beim Embryo und der Blüte, die sich beide in der Entwicklung befinden, um eine grundsätzlichere Potentialität handelt, als einfach potenziell König zu sein. Ich müsste hier, glaube ich, etwas kürzen. Wann beginnt das Leben des Menschen? Biologen und Philosophen und Theologen streiten sich seit Jahren über diese Frage. So behauptete zum Beispiel der Jesuit Christian Kummer, dass die befruchtete menschliche Eizelle noch kein vollständiger Keim sei, weil ihr die Fähigkeit zur Spezifizierung ihrer Körperachsen fehle. Diese sei erst mit der Implantation gegeben. Sie sei die Conditio sine qua non, um überhaupt vom menschlichen Leben sprechen zu können. Im Jahr 2000 revidierte er dann diese Auffassung. Dazu bewegte ihn die Entdeckung, dass embryonale Stammzellkulturen des Weißbüscheläffchens, also einer Primatenart, sich bisweilen spontan zu hochkomplexen Embryoid Bodies auswachsen und Organisationsstrukturen aufweisen können, wie sie sonst nur für Embryonalstadien nach erfolgter Implantation typisch ist. Bilanzierend hielt Kummer fest, es ist unklar, wie weit das Formpotenzial von embryonalen Stammzellen an die Totipotenz heranreicht, aber dass es hier gefährlich nahe kommt, ist gewiss.
Angesichts dieser Aussagen hätte man erwartet, dass Kummer den Lebensbeginn des Menschen früher ansetzen würde. Doch auf die Frage, ob deshalb dem Menschen von Anfang an, das heißt schon mit der befruchteten Eizelle, der ontologische Status einer vollständigen Organisationsform und mithin das Menschsein in realer Potentialität zuzuerkennen sei, antwortet er: Ohne vor einer solchen Implikation zurückzuschrecken, glaube ich doch, dass eine andere Konsequenz geratener erscheint, nämlich der Verzicht auf jegliche Art von biologischer Bestimmung, wann das Menschsein beginnt. Welche andere Gründe neben den Konsequenzen eines früheren Lebensbeginns diesen Verzicht nahelegen, darüber schweigt sich Kummer aus. Der Lebensbeginn des Menschen bleibt zweifellos eine Frage, die sich nicht so einfach ausklammern und zum Tabu erklären lässt. Ich komme nun zu den embryonalen Stammzellen, weil diese natürlich auch eine wesentliche Rolle spielen. Die Forscher selber brauchen da ja immer auch den Begriff der Potenz. Embryonale Stammzellen werden aus der inneren Zellmasse eines Embryos im Blastozyststadium gewonnen. Sie sind gleichsam die unsterblich gemachten Überreste eines Embryos. Kummer erklärte, die embryonalen Stammzellen würden der toten Potenz gefährlich nahe kommen. Eine Zelle ist tote Potenz, wenn sie die Fähigkeit hat, sich in extraembryonales Gewebe wie die Plazenta, den Embryo und alle postembryonale Gewebe und Organe zu differenzieren. Die Zellen im Achtzellstadium des menschlichen Embryos gelten als totipotent. Bei Mäusen hat man in tetraploiden Embryonen, welche nur die äußere Hülle der Blastozyste, aber keine innere Zellmasse bilden können, embryonale Stammzellen verpflanzt. Das ist hier, wurde hier gemacht, das sind die embryonalen Stammzellen da oben und das ist dann die Blastozyste, die tetraploide. Tatsächlich wurden mit diesem Verfahren Mäuse geboren, die ausschließlich aus den eingespritzten embryonalen Stammzellen entstanden sind. Das funktionierte bei Mäusen auch mit den sogenannten induzierten pluripotenten Stammzellen. Das wäre dann praktisch ein Klonvorgang. Entscheidend ist also die Umgebung, in welcher sich die embryonalen Stammzellen befinden. Die embryonalen Stammzellen haben nur die passive Potenz, einen Embryo zu bilden. Nur mit dem entsprechenden Umfeld resultiert die aktive Potenz, das heißt, erst dann kann sich das volle Entwicklungspotenzial für eine Maus entfalten. Deshalb ist bei diesem Verfahren davon auszugehen, dass es die Bedingungen für einen Lebensbeginn erfüllt. Abgesehen davon, dass die Risiken für das entstandene Lebewesen nicht absehbar sind und die Lebenserwartung reduziert ist, würde dieses asexuelle Verfahren der Würde der menschlichen Fortpflanzung widersprechen. Ein ähnlicher Weg wurde auch mit Parthenoten beschritten. Und da wurden auch Mäuse nach diesem Verfahren geboren. 1998 wurde erstmals eine menschliche embryonale Stammzelllinie in einer Publikation beschrieben. Trotz intensiver Forschung und vollmundiger Ankündigungen gibt es bis heute keine klinische Anwendung mit menschlichen embryonalen Stammzellen bzw. mit daraus entwickelten differenzierten Zellen. Ich wollte noch etwas über geklonte Embryonen sagen, aber ich fasse jetzt das Wesentliche zusammen. Der Status des menschlichen Embryos, der nach dem Eindringen einer Samenzelle in eine Eizelle entstanden ist, verdient den Schutz, der jedem Menschen, jeder Person gebührt. Der menschliche Embryo darf nicht zum Forschungsobjekt degradiert oder Güterabwägungen unterworfen werden. Aufgrund der Tierexperimente müssen wir uns überlegen, ob der Lebensbeginn eines Menschen auch über einen anderen Weg erfolgen könnte. Als geklonter Embryo, nach tetraploider Embryokomplementierung mit embryonalen, parthenogenetisch erzeugten oder induzierten pluripotenten Stammzellen. Eine Frage bleibt offen: Wäre auch ein solcher Embryo beseelt? Eines ist sicher: Die Herstellung eines solchen Embryos widerspricht in jedem Fall
der Würde des Menschen und der Würde der menschlichen Fortpflanzung. Die offene Frage dürfte insgeheim die Motivation für skrupellose Forscher sein, es trotzdem zu tun und solche Embryonen in die Gebärmutter einer Frau zu übertragen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus